Hallo, mein Name ist Markus Ewert. Ich bin Produktmanager bei der Firma Cavo. Ich möchte Ihnen heute gerne das neue Acoustigma 3 Gerät vorstellen. Das Gerät wird in einem großen Karton geliefert und in diesem Karton befindet sich der Koffer und ein weiterer kleinerer Karton. Ich möchte Ihnen den Inhalt des Koffers zeigen. Der Koffer ist durch 5 Fächer gegliedert. Im größten Fach befindet sich der Kopfbogen sowie der Unterkiefersensor. Die Batterie des Unterkiefersensors ist mit dieser Schutzlasche geschützt. Vor erstmaligem Gebrauch wird diese entfernt. Dies ist der C-Bogen. Als nächstes der Fußschalter. In diesem kleinen Karton befindet sich ein Netzteil. Ich empfehle, den Unterkiefersensor immer mit dem Sensorfeld nach unten zu verstauen, um die empfindliche Messoberfläche zu schützen. Und ein Beutel befindet sich im Zubehör. Teil des Zubehörs ist die Installationsanleitung in deutscher und englischer Sprache, ein Schraubendreher, ein kleiner Inbusschlüssel, ein Kabel zum Laden der Batterie des Kopfbogens oder zur Datenübertragung während der Messung, eine USB-Karte mit der Software. Wichtig, hierauf befindet sich die Lizenznummer der Software. Ein Kopplungsteil, der Zeiger, ein Bestandteil des C-Bogens, ein WLAN-Stick, das Überkopfband, welches zur Stabilisierung der Position des Kopfbogens während der Messung verwendet wird. In dem weißen Päckchen befindet sich dieses Netzteil und 2 zusätzliche Adapter. Schauen wir uns zum Schluss den Inhalt dieser Box an. Hierin befinden sich 5 Oberkieferbissgabeln. Diese sehen so aus. Außerdem eine Unterkieferbefestigung sowie ein Hinweisblatt mit dem Link zur E-Labeling Gebrauchsanweisung der Bissgabeln und ein weiteres Hinweisblatt mit einem Link zur Softwarewartung. Als Option kann ein induktives Ladegerät bestellt werden. Dieses sieht so aus und kann in dem freien Fach des Koffers verstaut werden. Bestandteil des Ladegerätes ist ein USB-Kabel zur Verbindung mit dem Netzteil. Das war eine Vorstellung aller Bestandteile des Cavo Acoustigma 3 Systems.